Ja, guten Abend, liebe Zuschauer, oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hier guckt, und herzlich willkommen zurück zu Under Dungeon. Jedermanns neues Lieblingsspiel. nach dem letzten Stream, ich habe ja gesagt, dass ich nochmal so von Anfang an nochmal durchgucken will, Sachen einsammeln will, die ich vergessen habe. Und das habe ich getan. Ich kann auch direkt darauf eingehen, was ich so gefunden habe. Bei YouTube mache ich auch Einblendungen. In der ersten Ebene, da habe ich letztes Mal ein Herz vergessen. Also so ein Bonusherz, das sieht man da oben links, dass ich jetzt eins mehr habe. Da kommt übrigens ein Anruf rein. Das ist jetzt genau der letzte, den wir beim letzten Mal hatten. Ich habe einen Bug rausgefunden, nämlich, wenn man in der zweiten Ebene irgendwie draußen nochmal stirbt, dann kann man dasselbe Zeug nochmal einsammeln. Ich habe geguckt, was hinter dem Tor ist. Warte mal, ich habe mir sogar Screenshots gemacht. Komm, ich zeige die Screenshots, die ich gemacht habe. Ja. Also, im Schloss war zum Beispiel dieser Raum hinter einer Uhr versteckt. So ganz oben rechts. Das hier ist der Punkt, den ich damals gefunden hatte. Da war so ein Friedhof hinter dieser einen verschlossenen Tür. Ich hatte zum Glück ein paar von diesen Sofortaufnahmen gemacht. Zumindest auf der Switch. Ich hatte die Switch da in der Hand und nicht am PC. Deswegen konnte ich das nicht aufnehmen. Und da hat sich auch das Interessante hier gefunden. Da war unser Grab. Außerdem, ich bin einmal mehr gestorben, als ich beim letzten Mal gestorben bin. Dadurch ist das Event hier passiert. Also ich habe es mehr oder weniger durchgeskippt. Warte, nee, nicht das Event, das Event. Da musste ich, einer von diesen fünf hat mir Lügen erzählt. Das war ein Event mit dem Tod, das war das, was ich meinte, nicht das andere. Da durfte ich jeden einmal ansprechen. Und dann hätte er mir meinen Tod erlassen. Ja, und wie gesagt, jeder von denen hat mir halt was anderes erzählt. Des Weiteren, ich habe alle Items aufgespart dieses Mal. Das heißt, wir haben richtig viele Bomben. Bei den Bananentypen, also bei den Zwergentypen, konnte man übrigens ein zweites Mal aus seinem Minigame spielen und nochmal ein paar Bananen abstauben. Mega geil. Wir sind jetzt bis an die Zähne bewaffnet. Und wir haben ja letztes Mal auch gemerkt, mit dem Toilettenpapier beispielsweise, dass wir hier ein paar Sachen abgeben können in dem Büro. Und bei der Steam-Version habe ich gesehen, dass es dafür auch Erfolge gibt. Zum Beispiel halt da mit dem Klotypen, das wäre ein Erfolg gewesen. Und ich will mal gucken, wer aus dem Büro ich jetzt noch was anbieten kann, dass ich einen Erfolg bekommen würde. Okay, der hat nichts. Arbeiten, 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 arbeiten. Den geht's gut. Ah, der will diese Blume haben, die wir im ersten Gebiet geholt haben. Jetzt ist die Blume weg. Die komischen Bohnen, die können wir bestimmt auch irgendwo verwerten. Alles wird gut, mein werter Arbeiter. Außerdem, das ist mir übrigens beim Schnitt aufgefallen. Ich habe noch nicht dahinter geguckt, aber die beiden Dinger sahen schon so für mich aus und ich habe es gerade getestet. Man kann die kaputt machen. Ich weiß nicht, was dahinter ist, aber da werde ich gleich gucken. Kann ich dir irgendwie helfen? Hier, I got your Elixium Fusion. I'm sure do you good. Ja, ich glaube das auch. Im Übrigen, hallo Shane. Ich habe das rennende Schwein noch vor dem Stream gesehen. Naja, ich kriege ihn nicht von seinem Kaffee los. Ja, aufpassen mit Suchtpotenzial, ne? Ja, mein Tag ist bisher irgendwie so ein bisschen kompliziert.
So, was ist hier hinter? Ein Gully. Was finden wir hier? Warum führt der Gully an so einen wunderschönen Strand? ich will mal übrigens... ich gehe mal kurz den Raum zurück. Ich will nur kurz in den Stream reinhören. Ich glaube, ich kann das Spiel ein bisschen lauter machen. Ach, ich kann die Bäume kaputt machen. Böse. Ach, den Baum kann ich nicht kaputt machen. Jetzt stirb. Stirb, Krabi. Ach, jetzt konnte ich ihn kaputt machen. Sehr schön. Ist das eine Geheimebene? Warum bin ich da hingegangen? Nee. Genau deswegen sterbe ich immer. Weil ich die Waffe falsch einschätze. Oh, da ist der Typ. Ein bisschen Geld wieder mal. Also bisher ist die Blubberblasenblase meine Lieblingswaffe. Dieser Ort ist mir zu ruhig. Ich sehe in den anderen so richtig Party. Aber hier voll leise. Soll ich hier überhaupt sein? Was werden wir hier finden? Den Strand. Den Strand der Hoffnung. Hier kam ich her. Guck einfach mal, was dabei rauskommt, wenn ich alle Bäume kaputt mache. Dann habe ich eine Oase kaputt gemacht. Hallo? Aus dem Weg. Aua. Ich hoffe, was ich hier mache gerade, lohnt sich. Dass ich irgendwas dafür bekomme. So, der ist weg. Der steht da oben gut. Nein, nein. Böse Krabbe, böse. Da ist ein Loch, in das ich fast reingefallen wäre. Jetzt bin ich tot. Aus dem Weg, ich will nach da unten. Ich muss mein Schicksal erfüllen. Irgendwas war mit dem Loch. Okay, ich bin wieder hier. Soll ich in das Loch reinspringen? Rein da! Schlechte Idee. Was sollte ich mit der Ebene hier?
Hier war nix. Ist das einfach nur, um Geld zu farmen, oder? Ich verstehe den Sinn dieser Ebene nicht. Naja, zurück nach Hause. Wollen ja noch gucken, ob noch irgendwer anderes was haben will. Nee. Ich habe meine heutige Arbeit leider noch nicht geschafft, Boss. Es tut mir leid. Was haben wir denn hier unten noch? Hallo? Ja, ich habe immer noch ein bisschen was zu lernen. Der letzte wollte mich nicht mal bezahlen. Apropos bezahlen. Rein damit. Vielleicht kommt das ja noch, wofür die anderen da sind. Also die anderen Items. So vielleicht was? Der will auch nichts. Ach ja, man kann übrigens nicht in die Gebiete davor zurück. Das habe ich auch schon mal getestet. Na dann, jetzt machen wir genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Mit 3 Leben weniger. Jetzt sind wir in dieser Mine. Oh, die muss ich schieben. Muss ich rein? Oh, oh, was Schönes. Oh, was für ein wunderschönes Kristall. Schaut mal, wieder glitzert. So majestätisch, so rein. Was für ein Volumen. Oh, die machen starke Halluzination. Okay, aber ey, sieht so schön aus. Aber ich muss ihn anfassen. Nur ein bisschen. Nein, Kimoto, aufhören. Nur ein bisschen. Tachi, tachi. Hab angefasst, Leute. Jetzt bin ich eine Fischkatze. Ich bin Katzenfisch. Und schon sind wir auf einem Trip. Autsch. Au. Au, ich dachte, ich komme drumherum. Nein. Schwimmen, Katze, schwimmen. Ich kann keine Items einsetzen. Sieht jetzt nicht so aus, als ob hier irgendwo ein Secret wäre. Aber ich sollte durchschwimmen, wenn die nach unten sind. Ich dachte, der wäre schon aus dem Bereich. Oh, hallo, mein Freund. Ja, hat er denn Konsequenzen? Okay, da sind Konsequenzen. Ich werde kein Arbeiter im Kosmos sein. Wie viel Arbeit wohl der Tod vor sich hat? Das ist eine sehr gute Frage, ne? Du warst mal am Leben. Okay, danke, ciao. Einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen. Das ist alles nur ein LSD-Trip. Nur weil ich den Kristall anfassen musste, aber er hat auch so schön geglitzert. Oh, die sind langsam. Das sollte einfacher sein. Easy. Ich wäre fast gegen.
Ich wäre fast durchgekommen. Ja, ich habe wieder einen Kristall angefasst. Au! Was ist passiert? Das wäre ein grausames Gefühl. Ich hätte mir gesagt, du sollst ihn nicht anfassen, Kimono. Aber er hat so schön geglitzert, ich musste ihn anfassen. Wofür schiebe ich eigentlich die Teile hier durch die Gegend? Das ist bestimmt auch irgendwo ein Rätsel. Hallo? Oh, da schlüpfen Spinnen raus. Dank für den Trunk. Unten ist was. Da ist der Eulentyp. Ja, mit der Karte. Oh, da, Leute, ich hab Geld, ne? Ich muss gamblen. Wo ist der Gambeladen? Wo kann ich gamblen? Da oben. Okay, Karte sagt mir, links von mir ist Geheimnis. Kommt mir nur so vor, oder sieht das aus wie eine... Entweder sieht das für mich aus wie eine Rennstrecke, oder es sieht aus wie ein Schachbrett. Ach, das ist ein Mäusefeld. Ich bin geliefert. Hallo. Ich bin einer von euch. Miau. Miau. Oh, guck mal, die hatten denselben Namen wie einer der Charaktere aus der Geschichte, die ich schreibe. Ich habe einen Charakter in meiner Geschichte, die heißt auch Lora. Miau. Wie die wohl reagieren, wenn ich eine Maus bin? Achso, dann kann ich gar nicht mit denen reden. Kann ich die Wand da sprengen? Nee. Ich muss das anfassen. Aber anfassen. Es ist ein Stein. Er glitzert. Irgendwas hat es doch damit auf sich. Was soll ich damit machen? Okay. Nicht anfassen. Ja, hätten sie wirklich. Nebenbei, Shaden, herzlichen Glückwunsch. Spielst jetzt ein legendäres Game mit dir. Jetzt kannst du bei Community Teams mitreden. Zusammen mit jemand anderen. Der auch heute den Status bekommen hat. Spinnen! Alle mit der Arachnophobie weggucken! Die Karte da aufgebaut. Ist da oben gambeln? Nee, hier ist Laden. Ich will gambeln. Das ist ein interessantes Konzept gerade. Leben 250. Special 300. Banane? Einmal mal das Dreifache. 950. Also Leben nehme ich auf jeden Fall immer mit. Die Bananen sind doch übelst die Bosskiller. Hier sind auf jeden Fall richtig viele Geheimnisse auf der Karte. Was ist das schon wieder für ein komischer Raum? Oh, die Dinger wachsen nach. Okay, funktioniert nicht. Ich habe Eisblock. Muss der irgendwo speziell hin? Hier wird's ein Eisblock. Oh. Geld. Das ist wieder so ein Katzenloch. Mäuseloch. Oh, ich muss das Ding gleich nochmal holen. Okay, da ist wieder so eine Nachricht. 4 von 5.
Ich sollte mir den Eisblock eventuell nochmal holen. Will anfassen. Hat unlimited distribution, Leaders, innerhalb einer Stunde. Ich glaube, die letzte Kunde ist nicht ganz der Meinung. Irgendwie hatte ich ein bisschen Verspätung. So, den Eisblock muss ich mitnehmen. Das ist doch ein Eisblock, oder? Könnte auch ein Kristallblock sein, wenn man so die Umgebung bedenkt. Wo muss das Ding hin? Vielleicht zum Aufrufezeichen? Muss es da hin? Mikrowelle? 1 von 5. Ich hab die erste von 5 Mikrowellen gefunden. Nee, im Ernst, was soll ich mit dem Ding? Also ich schlepp's mal mit. Darum kümmere ich mich gleich. Erkunden wir erstmal den Rest der Höhle. Vielleicht da rein? Nee. Ich sehe da gerade was auf der Karte. Er schiebt immer ganz langsam. Vielleicht passiert hier was. Auf der Karte sagt er, hier wäre ein Durchgang. Genau da. Ich könnte ja mal hier sprengen. Ich habe ja mehr als genügend Bomben. War tatsächlich richtig. Um Gottes Willen. So viele Spinnen. Nein, jetzt habe ich den Block da liegen lassen. Naja, hole ich ihn gleich wieder. So, die nächste Note von Tod selber. Fürs Töten der Spinnen gab es aber nichts. Okay. War einfach nur hier, um die Note zu holen. Ich denke mal, dass die Wagen selber zu dem Zeitpunkt noch nichts aussagen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich hier auch die Wand aufsprengen kann. Ich lag richtig. Heil den Creator. Geheiligt sei der Creator. Ist ja so der Creator-Kult. Ich verliere Money. Okay. Wie mache ich das? Auf Mindcoin. Oh. Wenn das Leben doch auch nur so wäre, ne? Einfach so denken, Geld, 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 Geld und schon seid ihr reich. Wir müssen ja auch irgendwo ein Ende haben. Waren das nicht sonst immer 4? Klingt irgendwie so eine wie so eine Verschwörungstheorie aus der USA, was der gerade erzählt hat. Muss anfassen. Da steht fass an, ich fass an. Und zwar mit Freude. Warum seid ihr wieder da? Oh, Depp. Keiner mag euch. Meint jetzt die Spinnen.
So. Wie gesagt, irgendwo wird dieser Block schon hin müssen. Woher soll ich den kaputt machen? Nee, kann ich gar nicht. Einfach nicht vergessen, den Block mitzunehmen. So, Spinnlein tot. Das macht Kimoto froh. Ist das wieder irgendein Rätsel, das ich verstehen muss? Wahrscheinlich müssen die ungefähr auf derselben Reihe sein wie die Symbole hier an der Wand. Also das Symbol mit dem Symbol auf einer Reihe. Das muss dann dahin, sofern ich es richtig verstehe. Deswegen kann ich an der Hand behalten. Der müsste dann dahin zur Zielscheibe. Und der muss zum... Nee, X. War richtig. Ich bin gut in diesen Rätseln. Warte mal eine Minute. Dieser Raum, er sollte ein Secret sein. Du solltest nicht hier sein. Aber ich bin hier. Und ich habe einen Block für dich. Was machen wir jetzt? Ich habe mich hier unten 20 Jahre versteckt, ohne irgendein Abenteuer zu sehen. Und jetzt kommst du einfach. So, ich dachte, es wäre kein großes Ding. Jedenfalls. Tu mir einen Gefallen. Hau ab und komm nie wieder. Also, hey, ich soll eigentlich wiederkommen. Ich habe die Magie des Momentes zerbrochen. Okay, ich komme ja wieder. So, bin wieder da. Oh, was für eine Überraschung. Das Schicksal hat dieses Treffen arrangiert. Okay. Kutopia. Ich bin kein Held, ich bin nur ein Lieferjunge. Du genießt das, oder? Erst komme ich einfach unangemeldet rein und dann mache ich auch noch seinen Schauspielerkunst kaputt. Sorry, du hast das gut gemacht. Mach weiter. Nein, ich will hier bleiben. Also hier ist überhaupt nichts. Wenn du mir etwas gibst, bin ich auf jeden Fall weg. Ja, Schokolade. Ist bestimmt für irgendeinen der Büro-Heinis. Oh, Spinnenraum, Spinnenraum, Spinnenraum. Jetzt habe ich wieder so ein Teil. Im Ernst, was soll ich mit dem Block? Mitnehmen. Was ist denn hier passiert? Ah, hier kann ich die Bohnen pflanzen. Weh, ich muss jetzt das Ding nochmal holen. Was ist denn? Ture Neugs Favorite Food? Pizza, Salat, Spaghetti? Das weiß ich doch nicht. Pizza? Nein. Aua. Ich dachte, ich wäre diese Dinger los. Okay, nicht Pizza. Salat? Nein. So, nur noch eine Fledermaus. Aua. Getroffen. Ich lag richtig, ja, beim ersten Versuch. Komplexe Mathematik. Mein schlimmster Erzfeind. Wie viel ist 1 plus 1?
2 oder 175? Das ist eine ganz schwere Frage. 1 plus 1. Ich habe irgendwo diese Rechnung schon mal gehabt. Ey, einfach aus Jux, nämlich 175. Einfach schon aus Jux. Och, 1 plus 1 ist nicht 175. Ja, man kann diese Bubbles auch so kaputt machen. Das habe ich irgendwann mal nebenbei rausgefunden. Ist nur ein bisschen doof so. Wie viele Basic Colors sind hier? 2 oder 5? 2. Jetzt nehme ich das mal ein bisschen ernster. Schwende ich meine Zeit? Nein? Ja. Nein. Okay, das Spiel sagt nein. Ich verschwinde meine Zeit. Weißt du, ich wollte im Moment hier loben. Wenn selbst das Spiel sagt, du verschwendest deine Zeit. Diese Bohnen hatten mich nochmal viel gekostet. 800? Wenigstens kriege ich Geld. Oh, Geld. Habe ich meine Zeit verschwendet? So viel Geld. Oh, ich bin reich. Ich muss diesen dummen Block doch mal holen. Nee, der liegt hier noch. Oh. Ich dachte, er wäre weg. Block Senpai, verlass mich nie wieder. Sind da irgendwelche Symbole an den Wänden? Nee, aber das ist so ein Schokoladending. Ich finde dieses Spiel einfach nur geil, ne? Hallo? Ein verfluchter Held. Ja. Ich weiß nicht mal mehr, wie er läuft. Okay. Habe ich die Bohnen jetzt eigentlich noch? Nee, die sind auch gebraucht. Diese Bomben? Ah, ich weiß, was ich damit hätte tun sollen. Wahrscheinlich am Ende des Weges ist eine sprengbare Wand. Und die hätte ich damit kaputt machen sollen. Jetzt darf ich eine Bombe dafür nutzen. Ich habe nicht gesehen, dass da was drin war. Tschüss. Ich sagte tschüss. Das ablegen. Als ob ich unbedingt diesen Wagen hier durchbringen muss. Oder habe ich das schon komplett vermasselt? Ich schieb den einfach mal trotzdem weiter durch. Und Boys und Shit. Wie läuft's da so? Ich hab die Finsternis entdeckt. Ich bin in der Finsternis. Ich weiß nur noch nicht, was ich hier will. Alter, diese ewig langen Secrets, die dieses Spiel hat. Ich find's einfach nur geil. Ich habe das Spiel beim letzten Mal schon in den Himmel gelobt. Aber ich liebe dieses Spiel. Hallo, geht's dir gut? Der Walker. Schnell, du musst hier raus. Aber warum? Sagst du mir, wer du bist? Der Magier, die Dunkelheit. Welche Dunkelheit? Ah, ja. Ich soll nicht allein... Oh!
Sag jetzt nicht, das war der Boss dieser Ebene. Du hast ein neues Musikgerät gefunden. Erzähl mal. Der Tod ist dadurch erschüttert. Contemporary Silence am Marvel. Klingt nach einem interessanten Musikgenre. Aber von der Karte her war das doch nicht der Boss. Es muss ein Secret-Boss sein. Ich gebe dir eine Banane. Wisst ihr, was ich auch mal machen kann? Zack, wir haben so viel davon. Nein. Ich habe ihn besiegt, den Walker. Geht's dir gut? Sorry, Roger, ich habe mein Versprechen nicht halten können. Dafür habe ich jetzt Geld bekommen. Das war ein Secret Boss. Nice. Schön, dass mein Block noch da ist. Ohne ihn könnte ich nicht weitermachen. Wofür brauche ich diesen Kackblock? Brauche ich ihn für dich? Wie hungrig bist du denn? Ich habe keine heiße Soße. Aber ich habe keine scharfe Soße. Ich soll die aufheizen? Also ich soll die jetzt heiß machen, die Steine. Ich habe aber doch nichts, was Hitze macht, oder? So, den lege ich erstmal da ab. Das Ding kann ich wieder in die Luft jagen. Verdammt, mein Block ist weg. Was habt ihr mit Block, Summer, gemacht? Ich glaube, hier oben wäre der eh falsch gewesen. Oh! Okay. Leute, ich habe fast 4000. Gambeln. Komm, irgendwann muss die 500 dabei rauskommen. Jetzt kommt es raus. Nee. Schwätz. Ja! Ich hab mal ein Victory. Ja! Gaming hat sich mal gelohnt. Ich würde auch gerne hier einmal gewinnen. Ich habe unter den Steam-Achievements gesehen, dass da irgendwo ein Achievement drunter ist. Wahrscheinlich kriege ich ein Herz, wenn ich die Herzen dreimal kriege.
Komm! Oh, ich hatte zwei über die 7. Irgendwann muss doch was Gutes bei rauskommen. Ja, dreimal dasselbe! Cash! Oh, das gibt richtig Cash. Zweimal die Tacos. Komm, ich will mal dreimal die Herzen haben. Ich wette darauf, dass man dann ein Bonusherz kriegt. Ich werde besser. Leute, mein Geld verschwindet und ich weiß nicht wieso. Zweimal die Herzen. Ich glaube, man kriegt immer einen Trostpreis, wenn man irgendwas zweimal hat. Diese Spielsucht, ne? Sie nimmt mich ein. Nein! Komm, ich will dreimal Herzen. Nein! Wieso verschwindet mein Geld immer so schnell? Habt ihr dafür eine Erklärung? Okay, ich höre auf. Ich will mir noch die Banane kaufen. Och Mann. Aber wenigstens beim Roulette haben wir jetzt einmal gewonnen. Ansonsten war da nichts, ne? Okay, let's go. Ich will den nicht anpassen. Zumindest er nicht. Ich will. Ich will. Jo. Drogentrieb. Birdie, I think we've cleared this whole area of Monster. Ja, wir sollten uns den Revart holen. Da ist immer noch eins. Oh nein. Jetzt bin ich ins Lieber. Ich muss sie berühren. Ich muss die Helden wahrscheinlich fertig machen. Nein, du bist ein Schwertkämpfer, da habe ich doch keine Chance. Erstmal den da. Aua. Tschüss. Ich bin weg. Der war falsch. Oder ich muss in allen Richtungen einen berühren. Links habe ich.
Nein, ich dachte, ich... Nein. Ich dachte, ich wäre noch außer Reichweite. Zwei Bogenschützen, wie unfair. Für sie. Bin ich nicht ein dolles Monster? Ah, die Schilder verschwinden auch. Mann, was hat der für eine ekelhafte Reichweite? Erstmal den Nahkämpfer loswerden. Der Bogenschütze schießt nur, wenn ich auf seiner Ebene bin. Keine Ahnung, was die machen. Die legen explosive Eier. Nice. Einfach nur nice. Nein, 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 nein. Auf diese Bomben zu legen. Ich weiß, du kannst es nicht mal halten. Aber du musst damit aufhören. Oh, hier sind alle drei. Erst den Schwertkämpfer. Mag den Schwertkämpfer nicht. Oh, du tust mir leid. Du hast doch eh kein Leben jetzt aufzugeben, oder? Jetzt muss ich da noch mal durch. Weg mit dir. Den Bombentypen finde ich eigentlich am ungefährlichsten. Der legt zwar Bomben, aber das war's auch schon. Und das muss ich jetzt mit jedem von denen machen. Oh scheiße, das ist hier eine Bombe. Okay. Wir müssen jetzt zu jedem Raum zurück, wo so ein doofer Kristall war. Hier war die Bohnenranke. Aber interessant, dass aus dem Vorlevel hier ein Item nötig war. Guck mal, der Typ ist weg. Was hat's mir gebracht? Nix. Also, diese Wurfäxte sind auf jeden Fall hier am besten gegen diese Blubberblasen. Ich denke mal, der Kristall muss irgendwo da unten links sein. Ach, guck mal, die Dinger kann man ja auch sprengen. Und überall, wo dieses Symbol ist, ist auch so ein Stein. Oh, guck mal auf die gucken süße Ente. Komm hier. 1, 2, 5. 2, 8, 5, 3. Weiß das, wie es redet? Aber warum sagt es nur Nummern? 5, 16, 31, 6. Okay. Was heißen die denn? Es muss wichtig sein. Oh nein, bitte, irgendwer hilft mir. Quack. Ich werd wahnsinnig. Aber das ist ja nichts Neues, ne? So, her mit der Banane. Eventuell doch direkt nach da links.
Ich verstehe nicht, wo der Block hin soll. Stimmt ja, hier war es ja nicht. Zum Glück ist der nebenan, ne? Oh, ich bin wieder im Bett. Ja, endlich. Ich will liegen bleiben. Ich gehe an den PC. Oder vielleicht doch wieder ins Bett. Ja, das Bett klingt gut. Hallo, willst du mit mir reden, Würmchen? Dann gehe ich halt. Genau so bin ich auch jeden Morgen. Knopf. Knopf. Schalter. Ja, das war sehr schwer. Danke, dass du stolz auf mich bist. Das höre ich das nächste Mal in 100 Jahren. Dass Mama stolz auf mich ist. Tut mir leid, ich bin am Einschlafen. Ja, isst man halt langsam. Viereck muss auf Viereck. Oder Viereck muss nach rechts. Es muss eine Reihe ergeben. Das Würmchen. Das ist genug. Komm her. Okay, das Problem wäre auch gelöst. Ich habe außerdem falsche Taste gedrückt. Ich habe das Ding liegen lassen. Genius! Haben diese Mäuselöcher was zu bedeuten? Erstmal will ich dafür den Ort finden. Ich kann ja mal versuchen, in der Reihenfolge. Vielleicht von links nach rechts, was die mir anzeigen. Vielleicht da aufspringen. Okay, das wird offenbar später gemacht. Was hat's mit den Mäuselöchern auf sich? Und überhaupt, was soll ich mit dem dummen Block? Soll der in die Mikrowelle? Ja, dann soll in die Mikrowelle. Okay, das Rätsel des Blockes wurde gelöst. Warum? So, hier links ist noch so ein Kristall. Manchmal habe ich das Gefühl, mein Chef zahlt mir nicht genug.
bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Spiele ich jetzt Geometry Dash? Was? Wo war ich denn? Da war eine Fee und... Jetzt ist Dreieck da! Ich schieb das Dreieck weg! Ja, daran erinnere ich mich. Es war auf einer Kreisekon. Ich habe gedacht, ich würde Kreise treffen. Aber stattdessen habe ich Dreiecke getroffen. Und Sterne. Oh, das ist süß. Das ist einfach nur süß. Wir haben unsere große Liebe gefunden. Was ist das denn? Es sieht vertrauenswürdig aus. Ich muss dich leider verlassen, Dreieck. Ich muss mein Schicksal erfüllen. Nein, meine große Liebe, das Dreieck. Darauf muss ich erstmal gambeln. Genau dafür habe ich den Gamble Order als letztes übrig gelassen. So, jetzt habe ich deine komische Soße. Ich hab sie doch, oder nicht? Ach nee, ich muss sie ja erst erhitzen, ne? Da war ja was. Böse Spinne. Böse. Jetzt packe ich die ganzen Kristalle in die Mikrowelle da unten links. Ich verstehe schon. Nee, lasst mich mal vorbei. Aua. Böse Raum. Heiße Soße. Geld. Komm her, Geld. Braves Geld. Falscher Raum. Das Teil brauche ich. Ich hab Y gedrückt, ich schwör's. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Es gibt nur noch ein Secret halt zu klären, ne? Also wenn ich ihm jetzt die Soße gebe, ist das Level nicht vorbei. Kann man ja beruhigt sein. Aber es ist krass, aber wie viele Secrets dieses Spiel hat. Ja, die heilige scharfe Soße. Willst du mich verarschen? Ach nö, nicht schon wieder, hallo. Oh nee, mit invertierter Steuerung. Ich kriege invertierte Steuerung, wenn ich sie berühre. Ich komme mit invertierter Steuerung nicht klar.
Nee. Ja, im Vergleich dazu sind wir wirklich klein. Das stimmt schon. Das ist aber nicht der Bosskampf, ne? Der Bosskampf sollte da unten sein. Es ist nur ekelhaft, dass du in meinen Bildschirm kotzt. Der Ball wird für mich treffen. Böse Spinne. Tote Spinne. Ach, das war der Boss. Okay, ich habe wieder irgendein Secret verpennt. Aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was ich da hätte machen sollen, ne? Irgendwer von dem wird schon was von dem Zeug haben wollen. Das stimmt schon. Sie sind hier drin eingespannt und ich kann nach draußen. Irgendwann kommst du auch vom Klo runter, Kollege. Ich kann verstehen, dass man den ganzen Tag lieber dort abhängt. Da ist Mr. Roboto. Okay. Der Boss hat für mich eine Nachricht hinterlassen. Okay, ich habe meinen ersten Arbeitstag bald geschafft. Oh, hier sind ja alle. Will einer von euch mit mir reden? Hallo? Du solltest dringend weniger Kaffee trinken. Der ist nicht da. Ah, der wollte Schokolade haben. Okay, wir haben den Roboter Schokolade gebracht. Ist so doof, dass ich nicht zurück kann, wenn ich irgendwas verpennt habe. Ach, da soll ich ja hin, ne? Ja, mir hat's auch Spaß gemacht, Max. Okay. Was ich hier mache, ist bestimmt nicht rechtens. Da sind noch Monster. Und sie gucken böse. Hm.
Warum sind da Monster in den Teilen drin? Sehr mysteriös. Und warum mache ich hier alles kaputt? Am Ende wird mir das vom Geheil abgezogen. Ich habe die Kiste kaputt gemacht. Secret Files. Das verstehe ich nicht. Hallo, ist hier wer? Wer ist denn bei den Boxen? Geht's dir gut? Wer bist du? Okay. Das ist mein erstes Mal als Lieferjunge. Also für mich, für den nicht. Warte, was? Nein! Er hat ein Tor! Ich mal was, ich verteidige einfach nur noch mein Tor. Passt so. Passt schon, kann er AFK gehen. Ah, doch nicht, ich kann doch nicht AFK gehen. Ja, das erste Mal, dass ich beim Fußball gewonnen habe. Ciao, war ein schönes Spiel. Wahrscheinlich ist unser Boss hier der eigentliche Böse. Das würde Sinn ergeben, wenn sie die Monster dahin liefern und dann die Waffen liefern müssen. Dann machen die mehr Profit. Ich darf da also nicht drauf rumlaufen, hm? Da ist eine Ente! Quack. Das ist ein Käfig. Oder ist das einfach nur eine große Box? Yay! Mann, das war wirklich ein Käfig mit Fäden drin. Okay. Die haben Feen. Sie wurden nur dazu missbraucht, Monster zu erschaffen. Ich vergaß, dass da welche drin sein können. Da ist noch ein Käfig. Keine Angst, Feen, ich helfe euch. 2 von 10. Okay, wir müssen richtig vielen Feen helfen. Können sie hier nicht zurücklassen.
Die geile Mucke ist wieder da. Vom Startbildschirm. Oh, alle tot. Raum geschafft. Was bist du für eine komische Tür? Nein, böses Limas. Böse. Oh, ein extra Leben. Erstmal Turret weg. Noch mehr Feen gerettet. So, tschüss. Ich rette euch. Weg sind sie. Achso, da ist noch ein Slimer, den ich nicht gesehen habe. Oh, eine Mine. Habe ich wenigstens eine Karte eigentlich? Nee. Ich sollte eventuell nicht straight nach da unten gehen. Was ist das denn für ein Teil? Hallo? Ich soll mir was greifen. Ich habe eine Kiste. Dahin damit. Jetzt stapeln wir Kisten. Das gab auf jeden Fall schon mal was. Vielleicht von jeder Kistenart zwei da rein. Oder war es das schon? Welche Kiste habe ich noch nicht dazu gepackt? Noch eine zweite von diesen Binskisten, von denen da. Okay, jetzt habe ich von jeder was hingepackt. Und kaputt gemacht. Böser Slimer. Und böse Firma. Hilfe, Militärdrohnen. Hilfe. Okay. Ja, natürlich. Wo ist die Seele? Das ist eine Chucky-Anspielung. Okay. Der da.
bin gut. Naja, so schwer war das jetzt auch nicht. Nein. Hallo? Der arme Hamster. Ich glaube nicht, dass er das so lustig findet. Die Dinger schon wieder. So, eine Drohne weg. So, zwei Drohnen weg. So. Nur noch dreimal müssen wir Feen retten. Möge dir frei sein. Kann ich durch? Oh, dieser Kutscher wieder. Hey, du siehst vertraut aus. Ihr werdet immer weniger. Du hast Eis, aber du tust mir leid. Da war eine Wand. Creation is full of secrets. Ja, da hast du recht. Hab's angefasst. Ich hab's angefasst und sie können nichts dagegen tun. Jetzt bin ich die Speedmaus. Hier ist ein Job. Im Ring. Okay. Irgendwas wird denn nützlich sein. Kaufe ich dir das noch ab und bin weg. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, das war der böse Raum. Wir müssen noch ein paar Feen finden. Da unten ist Boss. So, tschüss. Wir müssen Feen finden. Und sie befreien. Oder habe ich schon welche verpennt? Ich kann ja mal in den vorherigen Räumen gucken. Also vor dem ersten Raum, wo ich die erste Fee gefunden habe. Vielleicht war da ja schon der Fehler. Gucken. Gab es die schon irgendwo für ihn? Nee. Da waren keine Kisten. Okay. Lass mich einfach mal vorbei. Danke. Die Enten. Sie wissen, was wir getan haben. Der stand wer? Nein. Ach, hier ist der Eulentyp. Okay. Wir haben noch was vor uns. Nur nochmal in Sicherheitshalber geguckt. Nein. Zwei höher. Na gut, die Wand oben sah auch aus, als ob man sie sprengen konnte. Oh, hier sind Notes. 5 von 5 und 5 von 5. Nur von diesem Narrator haben wir nicht alle. Aber wir können uns ja die hier mal angucken. Of all the great knights of legend who have protected Kutopia, there has been no greater hero than the Walker. His exploits are known to the kingdom. He put an end to the war
of a thousand cyclones. Extinguished the flames of the eternal mountain. Saved the inhabitants of the east from the great meteorite. Killed the child thief of in the caves. Even with all those heroics, this gentleman was noble of heart, and his inventions were humble, for he never revealed his face to generate fame or fortune. He died in a fight against the Crystal Wizard, in which he saved not only Kutopia, but the whole world from being plunged into absolute darkness. That darkness would have been able to corrupt every living being, stripping it of all feeling. A sad world, indeed, in which it would not be worth living. Okay, dieser eine Ritter, den wir getötet hatten, der hat offenbar eine richtig interessante Hintergrundgeschichte. Und nun zum Tod. In this world, you know it, there was no death. Originally, no one died, nor did the flowers wither. Capricious filled a narrator. Since one day he saw the poor life of the living beings wrapped in a halo of eternal boredom. A person of kindly appearance, but of mischievous intentions, but was endowed with the privilege of eternal existence. Nor the narrator himself detailed in his genre. He simply looked for a broken puzzle that would serve him for his new occurrence. So, mortality came to a world. Neither with the desire of pain, nor with the desire of sadness. Pure and simple entertainment of the same being that gave us life. Okay. Das hier würde ich durchlesen, wenn ich alle 10 davon mal gefunden habe. Wie komme ich denn da oben hin? Da sind halt auch nochmal Feen. Ich komme hier nicht durch, ne? Wahrscheinlich muss ich da ganz rechts eine Wand springen. Ich wollte über den drüber hüpfen. Ich schwöre es. Ha! Ich habe euch nicht vorausgesehen. Im nächsten Raum ging es nach oben? Ja, da. Kreis. Ach, ich muss die alle auf 1 machen. Oder wie? Nee, das ist falsch. Irgendwo ist bestimmt ein Hinweis auf dieses Rätsel. Gegen die ist der Greifhaken am effektivsten. Oder so. Funktioniert auch. Ah, hier. Der vierte ist ein Dreieck. Das haben wir richtig. Wir müssen alle 4 von diesen Wänden finden. Am Anfang war auch so ein Ding. Hier, die 2 ist das Viereck. Müssen die Scheißdinger immer wieder kommen? Nach unten ist was. Die Drohnen finde ich sind bisher die nervigsten Gegner. Okay, hier nach unten, das habe ich ja gemacht. Da war ich. Wir müssen doch das erst für die 1 und für die 3 finden. Ach, hier ist ein Casino.
Ich kann wieder gambeln, Leute. Mein Geld, wo ist es hin? Es hat sich in Luft aufgelöst. Einfach so, ohne ersichtlichen Grund. Da gehe ich als letztes hin. Hier ist auch nicht. Machen wir bei den letzten beiden einfach Try and Error. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Dann habe ich jetzt X. Hier habe ich einen Kreis gleich. Und ist richtig. Meine Freunde! Da waren sie drin. Ich wusste doch, dass hier noch was sein muss. Zu obvious. Okay, nur noch unten links sind welche. Dann haben wir alle Feen gerettet. Fühlt sich mehr und ich könnte es mir leisten. Jetzt kann ich es mir leisten. Da muss ich nach unten, ne? Alle Feen gerettet, ja! Jetzt können sie endlich wieder frei sein. Guck mal, hier wäre das für das Erste gewesen. Das habe ich doch gerne gemacht. Okay, das Gefährlichste kommt noch. Boss? Was machen sie hier unten? Es ist einfach nur falsch, was du machst. Breaking news. A tremendous control has just been revealed about the famous distribution company, Unlimited Distribution. The CEO of the company, Mr. Kring Cross, would have been dealing with the monster that have caused so much trouble in the last year. A war is currently taking place inside the warehouse. Which these acts were committed. Ja, wie wir versuchen, diese kriminellen Machenschaften aufzuhalten. Natürlich hast du 10.000 Ads, die dir helfen. Böser Boss. Böse. Du hast mir alles gegeben. Aber du hast vielen was genommen.
Die armen Arbeiter. Eine interessante Szenerie. Hat er gerade Max getötet? Nicht Max. Scheinbar. Ich bin immer dein Freund Bibo. Truppe hatte hier auch seine Hände im Spiel, hieß es. Bin ich jetzt der Chef? Cooper the Scientist. Wir werden dich aufhalten, Trupper. So viele Menschen geschadet. Dein Labor finde ich doch. Das finde ich so einfach. Und wie geht's hier voran? Der hat immer noch eine Kaffeesucht. Hab davon gehört. Ich habe ihn ja sogar aufgehalten. Ob der Kloboy auch was dazu sagt? Nee. Okay, ich glaube an dich. Der Pfeil sagt, geh nach da links. Oh, ich will's nutzen. Wo muss ich jetzt hin? Ich wusste auch, dass die Dreck am Stecken hatten. Ist ja so klar. Warum sonst, ne? Warum sonst kriege ich so ein schlechtes Gehalt? Schon irgendwas rausgefunden? Max hat das nicht überlebt. Machen wir jetzt. Bibo, du bist der Held in der Not, oder? Wir haben nur noch einen Typen, den wir ausschalten müssen. Das Spiel versteht mich. Einmal direkt das Kennzeichen vor der Nase. Warum ist das Casino diesmal direkt am Anfang?
da bestimmt was drin. Hier, da ist er seinen Schmarrn gemacht. Oh, was für ein schöner PC. Hallo, bleib doch hier, Vögelchen. Don't touch. Can't touch me. What's the meaning of life? Oh, Pizza. Müll, Müll, Müll. Mann, immer nur Müll hier drin. Oh, ich will auf das Keksrezept. Ah. Was wegen der Illis-Gimmick das gerade war. LOL! Jetzt hat alles Farbe. Wie geil! Ich habe einen Farbfilter freigeschaltet. Wie nice ist das denn? Dieses Spiel, es ist einfach nur amazing. Okay, ich will zuerst nach rechts, da ist der Eulentyp. Wahrscheinlich kriegt man auch was, wenn man das Spiel nochmal mit dem Farbfilter spielt, kann ich mir vorstellen. Also wir spielen das Spiel eventuell ein zweites Mal durch. Ich hasse diese Bälle, ne? Hallo mein alter Freund, du hast ja keine Farbe bekommen. Und schon wieder tot. Also wie schön, dass wir jetzt Farbe haben. Rechts von mir ist der Eulentyp. Brauch Karte. Um Gottes Willen ist die Karte groß. Ich habe im Anfangsraum direkt was verpennt. Okay. Okay, der hat Aliens gesehen. Ich glaube es ihm. Hier ist irgendwo ein Weg, der nach unten geht. Zumindest laut Karte. Ich will jetzt nicht alle Bomben verschwenden. Außerdem will ich jetzt erstmal gucken, was habe ich am Anfang verpennt. Kann ich die Wagen hier kaputt machen? Oh, hier! Eine weitere Note vom Narrator. Gibt ja nur noch den Narrator, von dem die Notes fehlen.
wie cool. Simon Says? Wir spielen Simon Says. Okay. Rot, blau, grün, blau, gelb, grün. Bap, bap, bap. Ich hätte auf blau gemusst. Ach nee, rot, gelb, blau. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wer hätte gedacht? Ich nicht. Aua! Ich kann euch durch die Wand töten. Sieh mich aber auch. Ich kann den Greifhaken da nicht nutzen. Der will doch hier was von mir. Ich verstehe nicht, was der von mir will. Um Gottes Willen. Wollen die jetzt alle rot werden? Gehe ich mal nur davon aus, wegen dem Teil da oben. So, alle Dinge sind rot. Gleich alle auf grün. Da war ja so ein grünes Ding. Ich kann ja mal bei der grünen Tür jetzt gucken. Obwohl, ich kann nicht, ne? Einfach mal alle Farben ausprobieren. Ah, alle weiß.
Lol. Lol. Geiles Secret. Ich habe deine Signale gefunden. Oh Gott, jetzt bin, was seid ihr für Gegner? Okay, alleine seid hier gar nichts. Traurig, ich auch. Cool, wenn das alles Farbe hat. Da sind wieder meine Lieblingsgegner, die Bubbles. Oh, neue Bomben. Oh, das Ding kann mich umbringen. Er hat es fast nicht zu meinem Tod geschafft. Ich bin enttäuscht von dir. Was? Ich soll dir vorher Bescheid sagen, wenn ich das nächste bestärke. Okay, ich sag dir das nächste Mal Bescheid. Ey, dieser Colorful Mod, der ist einfach so geil. Die Mango ist mittlerweile verdorben. Ich wusste doch nicht, dass das Ding nichts verlieren kann. Ich dachte, das wäre einfach nur Teil der Map. Warum sind die dummen Bieste wieder da? Okay, ich brauche hier den Greifhaken. Ist da irgendwas denn? Da muss was sein. So, weg mit dir. Da muss ich springen. Dumm gesprungen. Ich rüste mir mal sicherheitshalber die da aus. Ha! Ah ja. Nein. Welchen Sprung ich war doch nicht an der Kante. Nicht gut, Spiel. Oh, irgendwie habe ich überlebt. Will nicht. Hi! Was du denn für ein kleiner Fratz? Ich muss ihn fangen, wie es scheint. Hab ihn. Hab ihn. Nein, böse Drohnen. Hä? Warum hat er sich jetzt gerade eben nicht rübergezogen? Können ihr zurückkommen, ihr dummen Dinger? Hey! Was war das denn für eine miese Aktion? Er schafft es nicht, sich darüber zu ziehen. Hä? Ich war gerade so verwirrt. Warum muss ich immer da unten respawnen? Warum kann ich nicht da oben sein? Da wäre bestimmt irgendwas Schönes gewesen. Vielleicht darf ich mich nur auf einer Seite hochziehen? Jetzt muss ich dann nochmal durch. Lass los. Lass los. Ich will mich da nicht hinziehen.
So, das muss ich zum Glück nicht nochmal machen. So, darf ich mich dann wenigstens bei der Seite hinziehen? Ja, da darf ich. Ich mag diese Drohnen nicht. Die sind ekelhaft. So. Was kriege ich dafür? Ein Wurmloch. Bring mich an mein Schicksal. Wo bin ich? Mitte. Sind das Abkürzungen? Ah, ich verstehe langsam. Okay. Was ist denn das schon wieder für ein cooler Kollege? Achtung, Shining, das Ding explodiert. Was bist du für ein cooler Kollege? Naita Boy. The Trichoma has alerted me to the danger that lurks in these lanes. Ja, ich pass auf. Da unten ist ein Laden. Geh mir. Böse. Noch böser. Ich will das nicht. Immer die, die mich stunnen müssen. Ist doch nicht legal. Dinger schon wieder. So, Solo seid ihr ungefährlich. Und links war der Raum, den ich gerade so nicht überlebt habe, ne? Hätte den fast geschafft. So, irgendwo hier muss ich auch wieder so ein Ding aktivieren. Kiste! Geld! So viel, dass ich vergambeln kann. Mr. Saying, hey you, what are you looking at? Do you want to hang? Nein, bitte nicht. Gegen dich habe ich doch keine Chance. Hat es kommen sehen. Bedenken wir eine Sekunde, Mr. Saying. Er starb in Ausführung seines Jobs. Sind halt alle Gegner noch mal, ne? Es ist hier links. Soll ich hier anständig eine Fledermaus treffen? Okay. Ah, ich verstehe. Wer bist du denn? Nein, ich will nicht zurück zur Arbeit. Ich dachte, das wäre irgendein Puzzle. Ja, das sieht für mich aus wie ein Puzzle. Ein Wettkampf. Ich muss Tasten drücken.
Gewonnen! Beep, boop, activating batteries. Geschafft. Ich habe erstmal nicht realisiert, dass ich Tasten drücken muss. Warum den schweren Weg nehmen, wenn ich den einfachen nehmen kann? Okay, hier sind wieder diese gemeinen Bubbles. Geh da rein. Ich mag die Dinger nicht. Okay. Aber ich sehe dich so gern. Da ist Boss. Geh mit zum Boss. Du bist Trooper, ne? Du musst damit aufhören. Der will doch nur Geld machen, ne? Alles, was du kannst. Okay, er schießt mehr davon. Wo ist mein Mega-Item da? Komm doch zu mir. Ich habe so viele Tretminen. Komm. Er hat beide ausgelöst. Schied dir recht. Okay, und wie wird's das anstellen? So willst du das anstellen? Okay. Das ist sogar eine Szene, die ich aus dem Trailer kenne. Also diese hier. Nämlich wahrscheinlich auch fürs Thumbnail. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Doch, überleben. Ich darf nicht gegen die Autos. Laufen. Skaten, meinte ich. Nicht sterben. Warte mal, ihr Leben! Da ist ein Hässler hinter euch her! Um Gottes Willen! Glaube ich, dass man im Trailer direkt das Finale sieht. Sofern das das Finale ist. Ich gehe einfach mal davon aus. Weil wir haben unseren Chef ja in den Arsch getreten. So wie es jeder anständige Arbeiter tun sollte. Und machen gerade seinen Komplizen platt. Ja genau, da dance das Schwein. Ist schön, wenn alles so ruhig ist. Jetzt bin ich Mitarbeiter des Monats und der Chef hier. Wo sind denn alle? Der Kaffee ist hier. Er hat seinen Kaffee vergessen. Das ist immer noch weiß. Oh, mein Telefon klingelt. Die Zeit ist endlich gekommen. Wo bist du? Und welche Zeit meinst du? Warte, was? Nein!
stimmt ja, ich hatte einen Vertrag abgeschlossen. Bin ich jetzt tot? Nein, ich will hier nicht sein. Hallo. Ach, der war ganz schön. Okay. Ich kämpfe jetzt gegen den Tod. Ich hab noch ein paar davon. Ich hab den Tod bezwungen. Oh. Ja, wie soll ich denn den Tod töten? Okay. Du kriegst mich nicht. Man kann seine Geschosse kaputt machen. Du kriegst mich nicht tot. Ja. Ja. Der Tod verarscht mich. Und schon war's nix. Kommt da noch was? Hallo? Ich habe genau so einen schwarzen Bildschirm wie ihr gerade. Und wie ihr seht, liegt das nicht daran, dass meine Capture Card abgestürzt ist. Hallo? Siehst du noch was? Hallo? Ach, ich lebe noch. Oder was will man gerade von mir? Also ich drücke gerade alle Tasten, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ende erreicht habe. Also ich werde ja auf jeden Fall nochmal einen Run machen. Ich halte einfach mal die Taste nach oben gedrückt. Vielleicht passiert ja was. Also in der ersten Run, so nenne ich das jetzt hier, auf jeden Fall mega interessant, das Spiel. Das Ende, das war ein Banger. Also das ganze Spiel war eigentlich ultra geil. Dafür, dass es so wenig für mich gekostet hat. Na gut, ich habe auch während die Aktion war es gekauft. Jetzt momentan auf Steam kostet es, glaube ich, so 16 Euro ungefähr. Ich guck mal eben kurz nach, bevor ich hier falsche Infos raushaue. Jetzt gerade passiert da ja eh nichts, wie es scheint. Vielleicht ist es ja auch wie bei Undertale, einfach ein paar Minuten warten und dann passiert was. €11,99 kostet das jetzt gerade. Auf Maximalpreis. Ich finde, für €11,99 kann man sich dieses Spiel auf jeden Fall gönnen. Man sieht ja, dass es schon seinen Preis wert ist. Ist ein nettes kleines Indie-Game. Wie gesagt, wir warten mal ein paar Sekunden, beziehungsweise ein paar Minuten. Ich gehe mal eben kurz pullern.
Beim nächsten Run, also ich werde das Spiel ja nochmal durchspielen, gucke ich, dass ich nicht hier den Vertrag unterschreibe. Ich kann meine Items ruhig aufbrauchen, wenn ich ein neues Spiel mache, ist eh alles weg. Ist die Bananen. Okay, da kann man offenbar echt nichts Besonderes mehr sehen. Dann habe ich das Spiel zum ersten Mal offenbar durchgespielt. Wie gesagt, ich werde es noch ein zweites Mal schon durchspielen. Dann wieder von Anfang an, weil andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Ja, ich hoffe, dass ihr Spaß mit dem Video hier hattet, also, beziehungsweise mit dem Stream. Auf YouTube kommt das ja auch noch. Ich finde dieses Spiel auf jeden Fall mega geil. Wie gesagt, wir werden es nochmal durchspielen und diesmal dann ohne den Vertrag zu unterschreiben. Und dann kann ich eventuell auch die Secrets, die ich jetzt nicht ganz genau zeigen konnte, diesmal dann wirklich zeigen. Vielleicht sehen wir dann, wenn wir hier im Colorful-Modus spielen, auch wesentlich mehr. Kann ja sein, dass wir dadurch ein paar Secrets mehr entdecken. Naja, jedenfalls, für die YouTube-Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und natürlich auch ein Follow auf Twitch. Und den YouTube-Zuschauern sage ich hier auf jeden Fall dann schon mal ciao.